Der heilige Franz von Assisi wurde hier in Assisi geboren, hinein in eine Zeit des Umbruches. Er hatte das Glück, in einer wohlhabenden Familie aufzuwachsen, wo er alles bekam, auch Bildung, was er zum Leben brauchte, auch Möglichkeiten, die ihm der Vater geboten hat, hat hier gelebt. Aber er spürte dann auf einmal, das ist nicht sein Weg, das ist ihm zu eng. Und er hat in seiner Suche da auch das Evangelium entdeckt, auch die Liebe Gottes, eine neue Botschaft und ließ dann alles frei. Gab seinen klassischen Weg auf und begann total neu. Er suchte dann weiter, was soll mein Leben ausmachen? Da erkannte er tief auch die Stimme Gottes, die ihm sagt, geh deinen Weg, bau die Zeit, bau die Kirche wieder auf. Er war ein Mensch für mich, der keine Revolution wollte, sondern selber Hand anlegen, die Botschaft zu leben. Und das war damals für mich etwas ganz Besonderes. Er hat nicht gepredigt durch viele schöne Worte, sondern einfach durch Taten. Und eines war ihm ganz wichtig, die Beziehung zu den Armen, zu den Aussätzigen, die ausgestoßen war. Und als er die berührt hatte, da spürte er, das gibt mir Sinn. Das ist es, was ich suche. Und im Tiefsten hat er da auch dann gemerkt, das ist auch der Weg Gottes zu den Menschen. Und für Franziskus führte kein Weg zu Gott beim Menschen vorbei. Für mich ist er ein großer Heiliger, der auch heute noch, fast nach 800 Jahren, viele Menschen inspiriert, weil er etwas gelebt hat. Eine tiefe Beziehung zur ganzen Schöpfung.